Hallöchen, Freunde. Mein Name ist Blacky Widow und willkommen zu einem kleinen Statement-Lebenszeichen von mir, weil in den letzten paar Tagen mal wieder einfach gar nichts kam. Das hat seine bestimmten Gründe und darüber werden wir jetzt zusammen reden, meine Freunde. Und zwar geht es darum, wir haben momentan den Weihnachtsstress, das heißt Geschenke besorgen, vorbereiten, alles dies, das, ihr kennt das. Und ich war schon fleißig mit der Skylaker unterwegs und habe Geschenke für die Familie besorgt und wir haben uns natürlich auch viele Gedanken darüber gemacht. Das ist der eine Punkt, warum jetzt momentan nichts kam. Ich kam auch nicht zum Schneiden und so und ich wollte mich auch mal ein bisschen so in der Zeit, wo ich halt noch Zeit hatte, ein bisschen abzuschalten, habe ich halt einfach gezockt. Kann man, glaube ich, verstehen, kann man vielleicht auch nicht verstehen, weiß ich nicht. Naja, ist euch überlassen, Freunde. Kommen wir dann zum zweiten Thema, das ziemlich spannend ist und auch mich persönlich sehr aufgeregt hat. Ich weiß nicht, vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen, ich bin mir nicht mehr sicher, Skylaker und ich am Schlafen und Freunde, wisst ihr, was dann passiert ist? Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, beziehungsweise ich war bis 5 Uhr nachts wach, bin dann schlafen gegangen und bin dann circa um 9 Uhr oder so aufgewacht und dann auf einmal klopft meine Mutter an der Tür und fragt mich, warum alle Kellertüren offen sind. Also nebenan von uns, ich würde euch das gerade super gerne zeigen, aber die ist so unaufgeräumt, das kann ich euch nicht zumuten. Also da ist auf jeden Fall eine Tür, wo man in den Kellerflur kommt und da sind dann diese normalen Keller, diese Werkzeugkeller, wisst ihr, mit den Gittern und so und den Schlössern dran. Und wir haben halt so eine ganz normale Tür. Und wenn man da rauskommt, dann sieht man die direkt alle. Und Freunde, stellt euch vor, sie und ich am Schlafen, wir wachen auf und dann meine Mutter, warum sind die Kellertüren offen? Und dann wurde in der Zeit, wo wir am Pennen waren, ungefähr eine Stunde lang oder eine halbe Stunde lang, wurde eingebrochen. Mit einer Brechstange, mit einer Zange, alle möglichen, keine Ahnung, was die dabei hatten, ob das überhaupt 2 waren, ob das einer war. Wir haben alle keine Ahnung. Da waren Leute oder nur einer eingebrochen in 3 Kellertüren, sogar in unsere. Und wir haben so ein richtig krasses Schloss, ja, das haben die nicht aufbekommen. Da haben die einfach das, was das Schloss hält, aufgebrochen, Mann. Müsst ihr euch mal vorstellen, wie krank das ist. Und wie laut das gewesen sein muss. Und wir sind einfach nicht aufgewacht. Und in der Zeit, bestimmt eine halbe Stunde oder eine Stunde, ist keiner runtergekommen. Wisst ihr, hier ist ständig irgendwer unten. Nachbar, keine Ahnung, zum Wäsche aufhängen, zum Trinken holen, irgendwas. Aber gerade dann, wenn hier jemand einbricht, ne, was hier seit Jahren oder glaube ich noch nie passiert ist, kommt keiner runter und ich wach nicht auf. Glaubt mir, Freunde, ey, mit dem wär's vorbei gewesen. Ohne Scheiß, ey, ich bin aufgewacht, ich war so auf 180, dass ich gerade dann pennen gegangen bin, wo es Action gab. Ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen, Mann. Das ist einfach so krass. Oh, ey, ist der Hammer. Hier wurde noch nie eingebrochen, wisst ihr? Und dann, gerade wo ich dann so penne, dann passiert das einfach direkt eine Tür von mir entfernt, ja? Ich musste die Tür aufmachen, dann hätte ich die gesehen oder den gesehen. Direkt vor meiner Nase so, wisst ihr? Ey, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein, dass ich nicht aufgewacht bin. Ey, das regt mich so auf. Zum Glück konnte nichts gestohlen werden, beziehungsweise es konnte nicht nachgewiesen werden, dass irgendwas gestohlen wurde. Die teuren Geräte von meinem Vater sind alle weg gewesen, die waren gar nicht mehr hier. Ich werde jetzt auch nicht mehr dazu sagen, wer weiß, wer das Video gerade guckt. Kann man ja nie wissen. Auf jeden Fall, es wurde nichts geklaut, weil auch keine Wertgegenstände vorhanden waren. Und ja, gut schon mal, dass die keinen Wind davon bekommen haben, dass es hier reingeht, weil dann, ich wäre wahrscheinlich aufgewacht und hätte, weiß ich nicht, was ich gemacht hätte, ich wäre wahrscheinlich völlig ausgerastet, ohne Scheiß, ey, das wäre nicht gut gegangen. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema, was momentan in aller Munde ist, was mir schon aus den Ohren wächst und ich kann es eigentlich mittlerweile nicht mehr hören. Es geht um, na, hat schon jemand gesagt? Was? Ungespielt? Ja, ungespielt. Oh mein Gott. Ohne Scheiß, Leute. Ich habe noch nie so einen großen Shitstorm gesehen in meinem Leben. Wisst ihr, es ist okay und ich find's auch echt cool, dass er sich dazu äußert mit der ganzen MediaCraft-Geschichte. Und ich find das auch echt krass von ihm. Er beweist da echt Eier. Ich würde mich ehrlich gesagt auch nicht so unterdrücken lassen. Ich würde wahrscheinlich genau dasselbe machen. Aber das Ding ist, Freunde, was da momentan abgeht,
Finde ich einfach mal so gar nicht cool, ja. Also man muss immer beide Parteien im Auge haben. Ich weiß, dass Mediacraft viel Scheiße am Stecken hat und dass sie auch nicht gerade fair handeln immer. Aber das heißt nicht, dass man die jetzt um Grund und Boden stampfen muss. Dieses Hashtag Freiheit, ja. Oh fuck. Dieses Hashtag Freiheit, ey, das... Wisst ihr, wie mir das vorkommt? Wie so eine Armee, wie so eine untrainierte, unausgebildete Armee, die in den Krieg ziehen, ja? Ey, das ist der Hammer. Und ich habe mir ja echt viele Videos dazu angeguckt und ich muss sagen, ey, Alter, manchmal stehen da 12-Jährige vor der Kamera und versuchen da irgendwas über Mediacraft zu erzählen. Alter, ihr wisst doch noch nicht mal, worum es in irgendwelchen Verträgen geht. Ihr geht doch gerade mal in die, weiß ich nicht, in die 5. Klasse oder so, wisst ihr? Was ist da los, Mann? Denkt ihr, ihr könnt da irgendwas zu sagen, oder was? Das ist der Hammer, Alter, ohne Scheiß. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, das ist echt alles mega krass ausgeartet und ich finde das echt ein bisschen übertrieben. Ich muss sagen, am Anfang, wo ich mit Dodo darüber diskutiert habe, fand ich das auch echt mies und war mega angepisst auf Mediacraft, aber das heißt nicht, dass man jetzt da hingehen muss und direkt unter die Kanäle wie zum Beispiel Klickzoom und was auch immer drunter schreiben muss, du Hurensohn, ich werde dich auseinandernehmen, ihr seid alle scheiße. Ihr müsst immer bedenken, Freunde, ich spreche jetzt nicht konkret mit meiner Community. Ich weiß, dass meine Community geil ist und dass sie eigentlich sowas nicht machen würden, das weiß ich. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ihr das nicht machen würdet. Aber ich rede jetzt gerade mit den Leuten, die zufällig auf das Video kommen und gerade solche Sachen machen. Bedenkt bitte immer auch die andere Seite. Ich meine, wenn Mediacraft jetzt komplett down gehen würde und viele ihren Job dabei verlieren würden, es gibt immer auch mal Mitarbeiter, die damit überhaupt gar nichts so zu tun haben und die eigentlich nur ihren Job machen und dann hinterher sich bei ihren Kindern rechtfertigen müssen, die dann fragen, ja Papa, warum ist denn da nichts mehr im Kühlschrank eigentlich? Es sind nicht immer alle beteiligt. Klar, es gibt dann da so immer diese schwarzen Schafe, die darauf programmiert sind, ihren Job übereifrig zu machen und dann quasi das zu verlangen, du bleibst im Netzwerk, du bleibst hier und wir wollen deine Kohle, verstehst du? Wenn du rausgehst, ist das schlecht für unser Image und du solltest dich auch am besten darüber nicht äußern, mein Freund. Das geht wiederum nicht. Solche Leute finde ich absolut ekelhaft und widerlich, aber wenn ich das jetzt mal so erklären darf, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Mediacraft Mitarbeiter wäre, mit meiner Einstellung, mit meinen Einsichten von dem, wie ich halt bin, ne, ihr kennt mich, Freunde, wenn ich dann halt da arbeiten würde und ich würde meinen Job machen, würde meinen Job gut machen und ich will eigentlich nicht weiter irgendwelche anderen Sachen, ich will keine Streits und irgendwas. Und dann sind da dann halt die hohen Tiere und ungespielt und die haben dann so einen riesen Krieg und ich als Mitarbeiter von Mediacraft werde dann da quasi automatisch mit reingezogen. So, ich werde dann als Hurensohn beschimpft und als Missgeburt und was weiß ich nicht alles, Alter. Und dann diese riesige Welle von 12- bis 14-Jährigen und vielleicht auch manchmal 18-Jährige, kann man ja nie wissen, die versuchen dann einfach Mediacraft pleite zu machen, ja? Und ich als Mitarbeiter von Mediacraft würde mir dann denken, was hab ich falsch gemacht in meinem Beruf? Warum wurde ich da jetzt mit reingezogen? Was hab ich mit der ganzen Sache zu tun? Ja? Die einen oder anderen werden jetzt sagen, ja, du bist Mitarbeiter bei Mediacraft, das heißt, du bist automatisch scheiße. Nein, bin ich nicht. Ich bin vielleicht da, weil ich in diesen Hinsichten dafür geeignet bin, in den Hinsichten ausgebildet bin und das ist dann halt mein Beruf und darum muss ich mich kümmern. Es ist ein Thema, das echt schwer anzupacken ist und man sollte da auch echt immer auf seine Wortwahl achten. Aber naja, Freunde, ich versuche mal da mitzureden, weil ganz klar, viele versuchen da einfach mitzureden, um irgendwie eine Welle zu machen und das immer nur gegen eine Partei. Das finde ich absolut ekelhaft. Versucht einfach beide zu verstehen. Klar, Simon geht's jetzt unglaublich kacke damit, mit dem ganzen Gericht und so. Wobei es dann auch immer noch die andere Seite gibt, wo es vielleicht dann auch Leute gibt, denen es damit nicht so ganz gut geht. Wisst ihr? Ansonsten, Freunde, wünsche ich euch jetzt eine frohe Weihnachtszeit. Es ist bald soweit. Wir haben jetzt den 22. Alter, es ist bald soweit, Weihnachten. Und dann wird wieder ordentlich mit der Familie gefeiert. Und
daher, dass ich Italiener bin, vielleicht wussten das noch nicht viele, gibt's bei mir mal Italienisch zu essen, vieles, vieles. Und oh, ich freue mich so, es gibt wieder geölte Nudeln mit Muscheln. Oh, ich bin so, oh, ich kann gar nichts mehr abwarten, Mann, das wird so geil und so lecker. Oh. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr euch am meisten an Weihnachten freut. Ich persönlich muss sagen, ich find's immer mega cool, dann alle zusammen zu haben, meine ganze Familie und an einem Tisch zu sitzen und... Boah, das Essen, Alter, ey, das Essen. Oh, ich freue mich am meisten auf das Essen, ohne Scheiß, Leute. Es ist einfach so geil. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann nach Weihnachten wieder. Oder vielleicht sogar, ich weiß nicht, vielleicht sogar nach Silvester. Vielleicht sehen wir uns auch erst 2015 wieder, Freunde. Wenn ja, dann tut's mir leid. Aber ihr wisst, ich komme wieder und ich freue mich auf euch. Und ja, wenn es dann halt noch so sein sollte, dass wir uns erst nach Silvester sehen, dann wünsche ich euch jetzt schon mal ein frohes neues Jahr, Freunde. Und ja, stoßt mit mir an dann aufs neue Jahr und dass so wenig Scheiße wie möglich passiert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Habt eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.